Hallo, in dieses erste Video über Dropdowns in Excel werde ich zeigen, wie man so ein Dropdown-Menü erstellt. Und bevor man so ein Dropdown-Menü erstellt, erkläre ich mal kurz, wozu man Dropdown-Menüs benötigt. Und zwar erstens, mit dem Dropdown kann man die Daten, die man eingibt, auf gewisse Daten begrenzen. Das heißt, nehmen wir an, bei Automarken kommt nicht jede Automarke in Frage, sondern nur gewisse Automarken. Und das kann ich so mit dem Dropdown begrenzen. Der User wählt dann oder kann nur diese eine von diese gewisse da, Automarken auswählen. Der zweite Vorteil von Dropdown ist so, dass dadurch, dass der User nicht eingibt, nicht eintippt, sondern auswählt, werden so Fehleingaben vermieden. Jetzt, wenn man so einen Dropdown erstellt, muss man erstmal natürlich die Liste erstellen, das in den Dropdown rein soll. Und es ist empfehlenswert, dass man diese Liste in ein separates Blatt erstellt. Also zum Beispiel hier, ich habe das jetzt in hier ein zweites Blatt hier und da habe ich die Daten für meine Automarken hier drin in dieser Spalte. Und ich würde auch empfehlen, dass man alle Daten, zum Beispiel jetzt die zu diesem Automarke-Dropdown gehören, in dieser Spalte kommen. In dieser Spalte sollen keine anderen Daten von einem anderes Dropdown reinkommen. Jetzt, das Blatt kann natürlich auch für andere Dropdowns verwendet werden, wie zum Beispiel hier habe ich will ja hier ein zweites Dropdown machen für die Ziele. Da habe ich schon die Daten für die Ziele hier rein. Und ich kann dann natürlich auch weitere Daten für weitere Dropdowns hier legen. Und jede Spalte ist dann für ein Dropdown. Das erleichtert das künftige Updaten oder Ändern von diesen Listen, weil dann muss ich nur hier rein und dann die jeweilige Liste oder Listen bearbeiten. So, jetzt wollen wir unser Dropdown erstellen. Ich klicke hier rein, gehe auf Datenüberprüfung. Datenüberprüfung. Ich will ja nicht jeden Wert eingeben, sondern wähle Liste. Und jetzt klicke ich in Quelle und gehe dann auf Dropdown-Daten und wähle die ganze Spalte. Jetzt, die ganze Spalte würde ich immer empfehlen, die zu wählen, weil wenn ich jetzt nur diesen Bereich wähle und dann nehmen wir an, es kommen jetzt weitere Marken dazu, dann müsste ich wieder reingehen und das dann hier ändern. Und wenn man jetzt so, sagen wir mal, 10, 20 oder 30 Dropdowns hat in so einem Excel-Blatt, dann ist es ein Haufen Arbeit. Und deswegen, wenn man die ganze Spalte markiert, muss man das Dropdown nicht mehr bearbeiten. Man kann die Daten hier bearbeiten und das Dropdown funktioniert immer, ohne dass man hier diese Definition ändern muss. Und auf OK. So, und so ist jetzt unser Dropdown erstellt. Okay. Und jetzt kann man sehen, wenn ich jetzt neue Daten hinzufüge, zum Beispiel Aston Martin oder mach mal Aston Martin. Was gibt es noch? Mini. Mini habe ich ja schon. Oder machen wir jetzt mal anstatt VW, machen wir, was gibt es noch? Ach, nehmen wir mal Ferrari. So. Und jetzt sieht man, Ferrari haben wir und wir haben jetzt Aston Martin neu. VW ist nicht mehr, also es hat sich alles schön aktualisiert. Auch ein weiterer Vorteil ist, wenn man hier die Eingabe erleichtern will durch Dropdown, dass man seine Daten sortiert, weil hier Aston Martin ist ziemlich unten, also eigentlich müsste es hier oben gehört, so bei A. Und deswegen kann man dann hier eigentlich die Spalte markieren und dann auf Sortieren. Das müsste dann jetzt alles sortiert sein. So, und jetzt ist die Eingabe auch hier wesentlich einfacher, weil jetzt alles so sortiert ist. Okay? Es gibt eine andere Weise, wie man Daten eingibt, und die würde ich überhaupt nicht empfehlen, und zwar über Datenüberprüfung. Datenüberprüfung, man wählt Liste wieder und hier gibt man die Daten so ein. Also zum Beispiel DE und dann mit Semikolon oder Strichpunkt, dann UK, US und so weiter, FR. Okay, das würde auch funktionieren. Nur solche Listen zu aktualisieren wäre ein Albtraum. Gerade wenn man wenn man nur eine Liste hat, sondern wenn man zahlreiche Listen hat. Und deswegen, so diese Methode würde ich gar nicht empfehlen, sondern wieder, wie ich es vorher gezeigt habe. Und zwar macht man das weg und wählt dann hier die ganze Spalte. Okay? So, und dann kann man hier deswegen. Jetzt der Vorteil ist, dadurch, dass ich hier die Überschrift drin habe, könnte ich zum Beispiel auf das hier verzichten. Ja? Und das heißt, wenn Sie hier zum Beispiel eine Excel-Vorlage erstellen für andere User und
Sie können dann die Überschriften in der Liste hier eingeben und dann in dem Dropdown wählen Sie dann immer jeweils den ersten Eintrag, quasi die Überschrift, und dann speichern diese Vorlage. Und das heißt, jedes Mal, wenn jetzt ein Nutzer diese Vorlage benutzt, weiß er genau, hier sollen die Ziele rein, er wählt sich dann das jeweilige Ziel, speichert das, aber die Vorlage bleibt immer auf das gesetzt. Und so spart man sich erstmal die Beschreibung hier, gerade wenn man zahlreiche Dropdowns hat. Und zweitens ist es auch leichter für die User zu erkennen, was muss ich hier eingeben. Ja? So, dann kommen wir zu einer anderen Sache. Und zwar, ein Dropdown begrenzt zwar die Daten, aber manchmal will man einen Dropdown haben, aber immer noch die Freiheit haben, irgendwas einzugeben. Also zum Beispiel, wenn ich hier irgendwas eingebe, wird das gar nicht erlaubt. Wie kann ich das haben, dass es auch trotz Dropdown erlaubt wird? Also muss man in der Zelle reinklicken, wo das Dropdown ist. Man geht wieder auf Datenüberprüfung. Man geht auf den dritten Register Fehlermeldung und macht diese Box weg. Fehlermeldung anzeigen, wenn ungültige Daten eingegeben wurden. So, und jetzt kann ich irgendwas eingeben, ist kein Problem. Und trotzdem habe ich ein Dropdown. Ja? Ist oft so, hat man Situationen, wo das Dropdown gewisse Optionen bietet, aber nicht alle Optionen. Und so hat der User immer noch die Freiheit, etwas Neues einzugeben. Wie man ein Dropdown löscht, man klickt in der Zelle, wo das Dropdown ist, man geht wieder erneut über Datenüberprüfung und auf Alle löschen. Okay, und dann auf OK und so ist das Dropdown weg.